Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Replays. Heute hier wieder im Nation War zwischen Korea und Polen. Und ihr seht hier schon am Overlay, ist leider gerade ein neuer Patch rausgekommen. Das heißt, man kann nicht mehr mit GameHUD Overlay schauen, leider. Das heißt, wir müssen hier dieses Spiel, beziehungsweise alle anderen aus diesen Nation Wars noch jetzt einfach mit diesem Overlay übertragen, aber ich denke, das ist auch möglich. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Hier rechts oben gespawnt, der blaue Terraner. Es ist für Korea Innovation. Sein Kontrahent auf der anderen Seite hier, der rote Protoss für Team Liquid und in diesem Fall für Polen kämpfend. Es ist Mana. Und irgendwie ist die Musik nicht an, oder? Ich bin verwirrt. Irgendwas ist hier ganz komisch mit diesem neuen Patch oder seit dem neuen Patch. Naja. So, jetzt hat die Musik einfach eingesetzt. Ich habe nur mal nachgeschaut. Eigentlich habe ich nie wirklich was geändert, aber naja. So, wir sehen auf jeden Fall jetzt hier einen Nexus nach dem Gateway. Also das Standard-Opening, was hier die Protoss machen eigentlich immer. Auf der anderen Seite haben wir hier die Barracks, wir haben ein Gas, das heißt, es wird vermutlich jetzt ein Reaper kommen, bevor dann hier eine Echse kommt. Erstmal natürlich noch das Orbital Command. Nein, es kommt gar kein Reaper, es kommt ein Reaktor tatsächlich. Und ich muss das hier natürlich auch mal einblenden, das vergesse ich natürlich durch das neue Overlay. Wir sehen hier das Scouting beider Kontrahenten. Mana hier mit dem Last Position Scout, aber auch Innovation wird den Last Position Scout bekommen. Und ja, es wird hier weiter untersucht. Sehr merkwürdig. Selbst das ist hier jetzt anders. Also es wird einfach alles zurückgesetzt auf Standard, wenn man hier ein altes Replay lädt. Naja. Aber damit können wir, denke ich, leben. Kybernetik-Kern ist jetzt durch auf Seiten von Mana. Deshalb kommt jetzt auch Warpgate dazu. Der Nexus ist gleich auch fertig. Da können die ersten Probes ihre Arbeit aufnehmen. Innovation ist tatsächlich Supply-Block. Und das aber wohl bewusst, denn er kann alles noch bauen. Und das Depot ist jetzt fertig. Also das passt schon. Factory kommt hinterher. Das Ganze wird gescoutet von Mana. Der sieht ja auch das eine Gas, sieht das andere Gas ist noch nicht genommen. Zumindest meint da keiner. Das sieht er im Moment. Sieht jetzt, dass das Gas genommen wird. Und auf der anderen Seite sehen wir hier schon, da kommt der Adept, der losläuft mit seinem Schatten. Und hier gleich angreifen wird. Innovation hat die Echse auch gleich fertig. Zwei Probes auf Seiten von Mana jetzt schon dabei. Der Robo soll hinterherkommen. Mal schauen, ob er damit mit dem Warpress mal harassen will. Oh, das ist sehr ungünstig. Der Adept verliert hier viele Hitpoints. Und ich sehe gerade, das muss ich unbedingt auch noch anstellen. Also nochmal ein schöner Cut. So, jetzt haben wir auch alle wieder Hitpoints. Also es ist sehr, sehr merkwürdig, dass man das in diesem Patch leider dann nur so betrachten darf. Aber gut. Ist halt einfach alles auf Standard zurückgesetzt. Der Adept ist also leider down gegangen. Bisher haben wir hier sehr viele Marines. 6 Stück. Und die machen sie jetzt auf den Weg über die Map. Hier steht ein Adept, der wird das relativ früh scouten. Es sei denn, er läuft wieder zurück nach Hause, so wie es gerade aussieht. Ah, jetzt sieht das wenigstens durch den Schatten. Mal schauen, wie hier Mana reagiert. Er hat nicht so viel zum Abwehren. Um genau zu sein, hat er eigentlich gar nichts. Er hat nicht mal einen Pylon hier unten. Er hat nur hier eine Sentry. Er könnte also da Innovation davon abhalten, hier hochzurennen, die Ram. Aber hier, die Probes, kann er natürlich alle wunderbar angreifen. Jetzt kommt der Mothership Core dazu, aber hier ist kein Pylon. Kann also keinen Photon Overcharge setzen, denn das geht natürlich nur auf Pylons. Nicht mehr wie in Heart of the Swarm. Ja, aber es sind halt auch nur 3 Marines und es sieht so aus, als würde hier die Armee aus einem Adepten, einem Sentry und einem Mothership Core reichen hier für die 6 Marines. Hat dabei den Adepten verloren, allerdings sehr schön gemicrot, das muss man sagen. Hier kommt jetzt tatsächlich das Warp Prisma dazu, die Gates klappen aus. Das wird da wahrscheinlich gleich reingewarpt werden in der Gegnerbasis. Auf der anderen Seite sehen wir hier den Liberator im Bau. Der soll wahrscheinlich auch harassen. Währenddessen hier dann der Observer dazu eingeladen wurde hier. Oh, und da ist ein Cyclin, der das genau gesehen hat und jetzt hier gelockt hat. Da wäre jetzt schön ein Force Field genau. Ah, das war ärgerlich. Und es ist auch wieder ein Lock-On bereit. Schauen, ob der hier sich wieder einloggt. Wahrscheinlich schon. Ja, hat Innovation gerade nicht mitbekommen. Der baut hier ziemlich viel, während Mana eigentlich gar nichts baut. Aber das ist natürlich auch typisch, denn Protoss warpen natürlich in Wellen rein. Was ist denn heute los hier? Der Cyclone fährt also zurück. Möchte hier wahrscheinlich gleich das Warp-Prisma noch wieder mitnehmen, das sich gerade hier befindet. Und lockt jetzt hier auch direkt an. Der Liberator kommt auch zurück. Es wird ausgeladen, um hier anzugreifen, aber der Cyclone geht zumindest down, auch wenn das Warp-Prisma auch down gegangen ist.
Damit gibt es allerdings keine Reinforcements. Währenddessen sehen wir allerdings schon einen Adepten am Werk, der hat 2 Kills bekommen. Wenn wir auf insgesamt Arbeiter getötet schauen, das sind 3. Also nicht so viel mehr. Was repariert er? Achso, er repariert den Liberator. Okay. Hier soll der Turret dazu kommen, um hier den Observer rauszunehmen, um die Vision zu verhindern. Währenddessen möchte man aber hier weiter Druck machen. Es gibt viele Stalker, aber gegen 2 Panzer, hier ist nämlich der zweite gerade fertig geworden, sowie ein Liberator, der in einer defensiven Position steht, sollte das nicht gut weitergehen. Hat hier erstmal ein Depot rausgenommen, ist natürlich sicherer Schaden, kann man immer mal machen, aber er muss jetzt schon gleich eine Transition finden. Wir schauen hier mal gerade, er baut keine Probes aktuell, er ist bei 15 hier, eigentlich bei 16, wenn die so mitmeinen würde. Jetzt kommt wieder die erste Probe dazu. Fages möchte jetzt gleich einen Nexus nehmen, dritten, um hier eine Transition zu haben. Die Frage ist, Innovation hat hier schon seinen Halb durch. Interessant, dass das zumindest angezeigt wird auf der Map. Sehr, sehr merkwürdig. Auf jeden Fall sind hier die Adepten geladen. Wir fliegen also los auf dem Weg hier in die Mainbase wahrscheinlich. Und Mana möchte jetzt einfach containen, aber das wird er nicht hinbekommen. Wir sehen hier sehr viel mehr Probes oder SCVs auf Seiten von Innovation. Es sind gar nicht so viel mehr. 4, nur 3. Hier in der Main sind ziemlich wenig. Ja. Soll es hier den dritten Nexus geben? Die Probe steht hier schon ziemlich nah davor. Erstmal soll hier schon mal jetzt alles in die Mainbase geladen werden. Hier steht allerdings auch ein Turret. Das heißt, hier wird das Warp Prisma nicht viel Freude haben. Adepten laden aus. Stalker können dadurch durch die High Ground Vision auch raufschießen. Und jetzt wird hier elevated. Das Warp Prisma lädt einfach alle Einheiten nach oben. Warp jetzt rein. Innovation versucht hier das Warp Prisma anzugehen. Hat sich jetzt doch dagegen entschieden. Aber die beiden Panzer sind wieder in Position. Jetzt kommt es hier drauf an. Der Liberator hat auch besiegt. Der nimmt direkt die Sentry raus. Jetzt steht hier... Ah, das ist sehr blöde Position hier. Für beide. Währenddessen haben die Adepten einfach mal 12 Kills gemacht, weil teilweise funktioniert dieses Overlay scheinbar noch. 12 Kills sind natürlich nicht so wenig. Das habe ich nicht mitbekommen. Oh, und hier wurde der Warp ingecancelt. Da hat er zu früh das Warp mal wieder eingeklappt. 15 Worker jetzt schon down gegangen. Aber jetzt sieht es dann noch ein bisschen besser für Mana aus. Hier 50 zu 38 Worker Income ist doppelt so hoch. Allerdings keine dritte Basis. Hier ist ein dritter Mule und ein drittes Command Center, was weiter WBFs produzieren kann. Allerdings sind ja noch 9 Arbeiter im Gas. Die hat er dann natürlich zur Rettung reingeschickt, um nicht so gut anklickbar zu sein. Das muss aber jetzt erkennen. Okay, macht er auch. Und hier soll es tatsächlich einen dritten Nexus jetzt geben. Mit diesem Vorteil. 2 Stargates sind unterwegs. Aha, das ist ja sehr interessant. Sollen da jetzt Phönixe kommen, um die Liberator abzuwehren? Wir werden es gleich sehen. Allerdings nur einen Liberator, der jetzt hier auch losfliegt, gleich beide Stargates scouten wird und währenddessen versucht natürlich Schaden zu machen. Das sehen wir jetzt. Hier fährt hier schön in Position, da wird ein Adept reingeworfen, das hilft hier natürlich überhaupt gar nicht. Hier muss jetzt schnell der Mothership Core hin und mit Photon Overcharge kann der Liberator angegangen werden und er stirbt genau nicht. Er hat 7 Hitpoints noch, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube, das reicht aber nicht hier, um die anzugreifen. Interessant, dass das hier auch auf den Lowground gecastet wurde dann. Aber gut, so die ersten beiden Phoenixes sind jetzt unterwegs, damit wird der Liberator natürlich gleich Geschichte sein. Stim ist halt immer noch nicht fertig. Stim ist gerade mal halb durch, bei 8 Minuten 30, das ist schon heftig. Und wir sehen hier wieder Adepten am Werk, 2 WWFs sind rausgegangen, 3 jetzt. Also immer schön weiter hier, Harassed. 0-0 haben wir allerdings auf Seiten von Mana, 1-0 ist gerade im Bau, hat er schon das 1er Defense Upgrade? Nein, hat er nicht. Also ist er da bald ein Upgrade vorne. Ja, Mana gibt es weiter Phönixe. Wie viele hat er denn jetzt insgesamt schon? 3, gleich 4. Die sind einfach nur, denke ich, gegen Liberator und natürlich kann man damit auch sehr schön die Panzer hochheben. Innovation möchte jetzt selbst seine dritte nehmen. Hat sie schon genommen, aber möchte sie jetzt hier sichern. Nimmt die Rocks raus. 12 Arbeiter hatte hier auf den Minerals. Ich finde das echt merkwürdig, dass das hier mit dem Overlay so, ja, halb-halb ist. Die Basis ist voll saturiert von Mana. Wir sehen hier im Income ist der Terraner aktuell vorne, denn er hat mehr Mules. Er hat hier 3 geworfen. Das ist natürlich auch das, was er immer auf einmal werfen kann. Und ja, jetzt ist die Frage, wer möchte gleich angreifen? Innovation war insgesamt sehr passiv, außer der Anfangsaggression. Ist er immer auf der Verteidigerseite gewesen. Hat jetzt allerdings mehr Supply und möchte jetzt schon mal losgehen. Genau, so sieht's aus. Mana steht hier sehr, sehr breit gespreadet. Muss aber hier aufpassen, es sind viele Einheiten, es sind viele Medivacs dabei und wenn die Panzer, genau, wenn die Panzer siegen, dann hat man ein Problem. Oh, da hat Mana nicht genug Feuerpower. Hier ist einfach zu wenig.
Das sieht nicht gut aus für Mana. Drop hier unter 100 Supply. Es geht hier weiter drauf. Und einfach alles ist noch vom Terraner da, während der Protoss nichts mehr hat. Er hat halt keinen Flächenschaden. Flächenschaden braucht man unbedingt gegen Terraner, vor allem gegen die Marines. Adepten sind zwar ganz gut, aber nicht gegen Panzer. Und auch nur, wenn man sie in höherer Anzahl hat. Und ja, das sieht sehr, sehr schlecht aus für Mana. Ich fürchte, das ist das Spiel für Innovation hier. Der nächste Punkt für Korea. Und damit das 2-0 vermutlich. Ja, mehr Gebäude gehen jetzt hier down, ja, und das wird Mana nicht mehr halten können. Das wird auch gleich einsehen, genau da ist es soweit. GG von Mana und damit das 2-0 für Korea. Ja, beim nächsten Mal werden wir dann schauen, ob Innovation noch einen dritten Punkt holen kann. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder rein. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss!